Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Space Company Simulator. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass, also ich lese jetzt mal das Kommentar vor von Feuerkirschblüte. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Du hattest nicht alle benötigten Teile für die Rakete, deswegen geht es nicht weiter. Okay, also. Ja, so, nein, Google. Ah. Es ist aktuell sehr blöd, finde ich. Ich kann kein Safe Game laden, ohne davor einen neuen Spielstand zu erstellen und vom neuen Spielstand aus in meinen anderen Spielstand reinzukommen. Sehr kompliziert aktuell und ich habe auch jedes Mal dann wieder die ganzen Tutorials drin. Richtig beschissen, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir sind hier, wir wollen in den Assembly Room gehen. Also mir fehlen wohl die Teile. Was ich halt interessant finde, ist... the different contracts and missions will require different LTV value, so it's worth to pay attention to its level. Okay. Enter name, hä, was er jetzt gemacht? Hier steht complete, hier ist eine leere Rakete sozusagen completed. Was habe ich hier gemacht? Mag nur kurz, also es sind zwei leere Raketen, okay. Okay, okay. Also uns fehlen die Teile. Dann... gehen wir doch mal ins Depot. Ja, wie ihr seht, ist relativ nervig. Die Teile müssen alle repariert werden. Alles gleich ging ja in dem Reparatur-Dings. Ja, ist ja gut. Repair. Dich, dich, dich und dich repairen. Oder, ach nee, die sind approved der Stärke, oder wie? Hä? Was ist jetzt passiert? Wenn ich hier auf Repair gehe, müsste ich doch, wenn ich irgendwas auswähle, repairen können. Aber wahrscheinlich geht's nicht. Wahrscheinlich sind die schon approved oder so. Aber wir haben Antriebe, wir haben Ding, wir haben Fins. Wir haben noch alles, was man braucht für eine Rakete, oder? Rein theoretisch können wir in den Assembly Room gehen. Also ich spiele ja rein theoretisch immer wieder solche Spielchen. Kerbal Space Program und so, habe ich ja in der letzten Zeit wieder livestreamt. Rein theoretisch weiß ich ja, wie so eine Rakete funktioniert. Aber irgendwie fehlen mir gerade wieder Struts. Okay. Hier steht Delta V habe ich jetzt von 64,06. Reliability Level weak. Ich würde einfach mal back. Ich will das assemblen, Jungs. Alles zum Beispiel kann ich ja gar nicht nutzen. Ich kann die Teile gar nicht nutzen auf der Rakete. Hä? Mein Handy geht gerade ab und ich weiß nicht wieso. Oh Gott, ich. Nein, back! Was ist das denn jetzt? Wieso bin ich jetzt hier? Wie komme ich hier wieder raus? Okay, hä? Ich tu den jetzt raus und den hier... Hä? Warte mal, hier haben wir einen Rockets Tank. Der geht hier gar nicht rein. Also es geht nur der. Also gibt dann das hier. 64 Meter pro Sekunde. Wenn ich den anderen Antrieb jetzt nehmen würde, geht das? Ne, das geht auch nicht. Ich könnte jetzt auch nicht die Produktion starten. Dann gehen wir doch nochmal in den... nicht Assembly Room. Depot. Und kaufen uns einfach... shoppen uns... wir müssen das Spiel ja lernen im Grunde, ne? Das ist irgendein komischer Antrieb. Medium, okay, brauchen wir nicht. Kommen wir nochmal von dem hier ein. So. Small Grid Fins kaufen wir noch. Dann haben wir davon wenigstens zwei, die funktionieren. Das sind wieder Speicher. Struts brauchen wir welche. Antrieb haben wir. Ansonsten brauchen wir eigentlich nicht wirklich was, ne? Okay, also wieder zurück in Assembly Room. Project Name. Confirm. Ich hätte gerne die Struts an. Nochmal Struts.
Warum öffnet der sich jetzt zum Beispiel nicht? Wir haben 128,06 Delta V. Ist irgendwie sehr komisch aufgeteilt wieder, also von der Aufruhr. 128 Delta V. Utilities brauchen wir doch keine, oder? Und jetzt tun wir das mal auf Test Rocket One benennen. Confirm. Die ist in 23 Runden fertig, kostet 10.000. Und hat angeblich 128 Meter pro Sekunde Delta V. Wenn das jetzt nicht funktioniert, ne? Ich schrei im Kreis. Bei der 3 theoretisch steht jetzt unter dem Assembly Room in Progress. Genauso wie die Nikawa. Die sich eigentlich ja nichts bringen, weil da ist ja nichts drin verbaut. Ja, oh Gott, ich hasse dieses ganze Zeug hier. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter in der Forschung. Ah, wir forschen noch. Okay. Ja, Finanzcenter, ich hab's kapiert. Finance Perks, wie viel haben wir denn Finanzen? 6k. Wo ist denn hier? Da wird nichts mehr gebaut. Okay, dann tun wir mal das hier oben investieren. Gehen ins HR. Ja, ja, ist gut. Wir haben hier, also, jetzt wollte ich sagen Soldaten. Sind's doch gar nicht. Machen wir Talent rein. Mehr können wir eh nicht. Und dann nochmal in PR. Haben wir da aktuell welche? Ne, da haben wir schon alle verbraucht. PR Perks. Hier unten rein. Production Perks, gleich haben wir nicht genügend. Genau, da fehlen uns noch ein paar bis 10.000. Okay. Ich weiß nicht, warum ich hier draufklicken kann oder soll. Tu was sollen, machen sollen. Haben wir hier irgendwas, was wir noch an Contracts machen können aktuell? Looking for own rocket. A group of looking for external test that they're... Also hier kann ich sozusagen... Die Lesotho kann ich losschicken, rein theoretisch steht hier. Approve the plan available if all required steps have been met. Am 19.15 bedeutet rein theoretisch, sollte das funktionieren. These are the most optional flight configurations. Warum geht das nicht? Hä? Also sie hat genug Delta V. Competition Date passt auch. Warum darf ich dann nicht? Place for plan. Ja, da kann ich auch wieder nichts machen. Ich habe irgendwas gleich kaputt gemacht, habe ich das Gefühl teilweise. Next turn. Important mail. Ja. Sci-Fi? Reality real ist since the day of the premiere, we have been seeing a steady increase of wizards in the company website, increasing interest in properties. You should exit mob, okay. Interessant, irgendwie doch nicht. So, okay, dann tun wir schnell noch ein anderes Research. Wir schauen, dass wir jetzt so schnell wie möglich zu dem Punkt kommen, wo wir die Rakete haben. Oder wir spulen jetzt einfach vor. Was sollen wir denn großartig anderes machen? Noch eine Runde. Jetzt speichern wir einmal zwischen. Ich habe es jetzt mittlerweile unter Let's Play 2 gespeichert. Einfach weil ich dauernd getestet habe, wie gut es funktioniert. Oh, new contracts available. Und Research ist auch komplett gewesen. Hupsi. Dann würde ich sagen, Solar Cells hier unten. Was haben wir denn jetzt für Contracts? Ein Sponsored Flight. A crew is space obtained data from the flight landing of a rocket on the moon. Nee, können wir nicht machen. Launch and comp. Wir können eigentlich das alles. Surface scan, was? Looking for medium launch pad haben wir auch nicht. Time 24, was heißt denn das? Creating a prototype jet engine. Das sind alles so doofe Contracts, weiter einfach. Received worker informations. Employees. Ah, wir können wieder Land kaufen, oder? Prestige, money loss. Ja, aber Prestige ist immer gut. Die ganzen anderen Mails können... Nein, die sollen weg, die Mails. Mülleimer hier. Dafür ist der Mülleimer da. Wir können währenddessen im Marketing nochmal
die hier hochschießen. Immerhin haben wir neue Abteilungen mittlerweile sogar freigeschaltet, lustigerweise. Ach nein. Machen wir da noch ein bisschen Founds rein. So, okay, weiter. Komm schon. Research complete. Dann würde ich sagen, gehen wir hier in Liquid Fuel Usage. Wir tun immer jetzt Reihe nach Reihe mal abbauen. Wie weit ist unsere Rakete? Die müsste ja langsam auch mal gen Ende kommen. Ja, noch 9, 10 Runden insgesamt. Die eine ist in einer Runde fertig. Warte mal, wir haben auch genug... Ich sollte echt da oben drauf schauen. Wir haben Medium hier freigeschaltet. Schauen wir schon in Finance. Finance Purge. Können wir auch den... Oh, wir hätten Spacesuit machen können. Aber das geht sich eh schon fast in der nächsten Runde wieder aus. HR Perks. By the Numbers. Und bei PR Perks. Appel of my eyes. So. Dann können wir jetzt im Baumodus hier auf Upgrade klicken. Ich würde sagen, das kriegt auch ein schnelles Upgrade, weil so je schneller wir das upgraden, desto schneller können wir das Medium Launchpad bauen. Ob das jetzt so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Ich finde es eine gute Sache. Next turn. Der informiert einen nicht mal drüber, wenn die Rakete fertig ist. Stand Grant. Hey Boss, Jenny Finance Department, we have found out that we almost entirely stand of Grant. But there is one thing, we need to hire an PR manager, we can have to hire this manager by the end of the month. If we fail do so, we have to cover the processing cost of... Just to hire another manager, we'll give up... Ist doch wurscht. Ganz ehrlich. Ist doch mir sowas von scheißegal gerade. Wie weit ist die Forschung? Ich will jetzt erstmal eine eigene Rakete fertig haben. Wir können jetzt hier nochmal in allem die Perks reinhauen. Space Visit. PR. Listening Ear. Ach scheiße, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier noch mal in den Assembly Room. 7 Turns. Also rein theoretisch müsste die ja gut sein, ne? Ich habe absolut keinen Plan. Die 7 Runden müssen wir jetzt also noch schaffen. New contracts available. Sponsored flight. Wir haben aber noch, wir sind noch nicht so weit, dass wir bis zum Mond kommen. Ich weiß ja nicht, was die von uns erwarten. On Rocket Planning. Also ich kann auch den keinen anderen geben, wahrscheinlich weil halt... All required steps have been meant. Ist es vielleicht eine größere Rocket oder sowas? Place for Launch Planning. Also irgendwas geht hier gerade. Ich kann ja nicht mal die Raketen von anderen starten. Oder planen zu starten. Also ich mache das extrem falsch. Oder ich habe echt den Spielstand corrupted. Received important email. Reduce taxes. Ja, reduce taxes sind immer gut. Wie weit ist unsere Rakete? 2 Turns noch. Das kriegen wir aber schnell hin. Eine noch. Und kommt schon. Ich würde einfach sagen, noch eine ganz schnell. New contracts available. Ich mag sehen, ob die Rakete fertig ist. Bei 9.10 noch schnell rein. Assembly Room. Und Test Rocket 1 ist fertig. Oder die Rakete ist rein theoretisch fertig. Schauen wir mal, ob wir die benutzen können. Own Rocket. Planning. Lässt er mich nicht machen. Start Communication. Planning. Da haben wir die Test Rocket 1. Die würde ich jetzt gerne verwenden. 23.01. Nehmen wir den 23.01. Ist eingeplant. 23.01. Das müssen wir uns jetzt merken. Aber ich würde sagen, bis zum 23.01. kommen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!